die höchste Sphäre, die letzte Sphäre des absoluten Geistes, die dann ausgeführt ist, ist eben dann die der Religion. Ja? Und da macht Hegel auch wieder in seinen Vorlesungen einen großen Durchgang durch die Weltgeschichte der Religionen. Er fasst Religion grundsätzlich als das Grund, das ist die Grundfrage der Berührung des Endlichen und des Absoluten, der Verbindung des Endlichen und des Absoluten. Hegel hat keine Projektionstheorie der Religion. Sie ist für ihn das eigentliche Gewicht, das eigentliche Gravum des Geistes. Und das zeigt sich, wie er ganz unverhohlen sagt, aus seiner Sicht in der höchsten Form in der Dimension des christlichen Glaubens. Warum? Weil da das Ewige selber in die Geschichte, in die Endlichkeit eintritt, weil da Gott selber Mensch wird. Ja, meine Damen und Herren, wenn man allein Hegels Deutung der christlichen Religion sieht, dann kommt man zu einem völlig anderen Bild, einer völlig anderen Gewichtung, als sie von Schleiermacher her nahelegt. Religion liegt gerade nicht im Gefühl, sie liegt vielmehr in dem Manifestwerden des absoluten Geistes, in dem sich Zeigen des absoluten Geistes als einer Faktizität. Und das wird in einer durchaus evolutionären Geschichte der Religion angenähert, wodurch die verschiedenen Religionswelten hindurchgeht, durch die fernöstlichen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, Hinduismus sehr eingängig beschrieben, einerseits und auch sehr tief beschrieben von den Kenntnissen, die man damals haben konnte, einerseits die Buntheit, die unendliche Vielheit der Götter, der Avatare und andererseits die Suche nach dem einen im Brahman und Atman, das sieht er. Er thematisiert auch die griechische Religion, die eben gerade, was sie als Kunst so stark machte, auch als Schwäche hat, dass sie ganz in der Anthropomorphie, in der Menschengestaltigkeit bleibt. Und wenn man sieht, wie Platon gerungen hat und wie auch die eleusinischen Mysterien gerungen haben über diesen anthropomorphen Gottesgedanken, die Götter, die dann eben auch täuschen und betrügen, hinauszukommen, dann hat Hegel dann nun wirklich etwas sehr, sehr Tiefes und Klares erfasst. Er thematisiert auch die römische Religion als eine Religion der Öffentlichkeit, als eine Religion, in der dieses römische Reich seine Mitte findet. Und er spricht in seiner Weise vom Judentum, das er immerhin Religion der Erhabenheit nennt. Wenn die Erhabenheit der kantischen dritten Kritik, der Kritik der Urteilskraft mitschwingt, scheint das zunächst einmal durchaus eine Auszeichnung zu sein. Das Erhabene geht ja über das Schöne hinaus. Es ist nicht nur Spiel. Es führt auf eine Innerlichkeit, auf eine in der schönen Erscheinung nicht mehr erschöpfbare Dimension. Ja, also das Erhabene kann auch eine Kreuzigungsdarstellung sein, die zunächst unsere Augen nicht anzieht. Vom Isenheimer Altar würde nur ein Barbar sagen oder ein Viertels- oder Sechzehntelsgebildeter, das ist schön. Aber es ist Erhabenheit, die uns hineinzieht. Auch Beethovens späte Streichquartette sind ja nicht einfach schön. Das hat Hegel schon antizipiert. Die Religion der Erhabenheit, das Judentum. Aber zugleich eine Religion, aus der die große Kraft der Präsenz des Lebens gewichen ist. Man muss allerdings sagen, dass Hegel in der späten Zeit weitgehend von antijüdischen, antijudaistischen Vorhaltungen und Vorurteilen frei wurde, die er in seiner frühen Zeit in manchen Fragmenten auch hatte. Das ist übrigens ein Skandal, und ich sage es nur in Parenthese, dass der deutsche Geist immer wieder diese antijüdische Reserve zeigt und evoziert, auch in wunderbaren romantischen Autoren, kommt so etwas vor. Darüber hat die italienische Philosophin Donatella di Cesare ein sehr interessantes Buch geschrieben. Der späte Hegel sieht durchaus, das Judentum ist nicht einfach ein zerborstener Spross am Baum, sondern es ist eine heilsgeschichtliche, mal sozusagen ein heilsgeschichtliches Initium, ohne dass die Menschwerdung Gottes die Erfüllung der Zeit auch nicht denkbar wäre. Da ist Hegel gar nicht der schlimmsten einer von diesem geborstenen Stamm, aus dem nichts mehr hervorgeht,
finden Sie viel eher bei Schleiermacher-Bemerkungen und ich würde mich freuen, wenn die Schleiermacher-Community auch in der Theologie sich diesen Dingen noch einmal aussetzen sollte und würde. Nun gut, Hegel und Schleiermacher waren einander mit herzlicher Abneigung verbunden, auch an derselben Universität in Berlin, die ja immerhin solche Geister zu bestimmten Zeiten in ihren Mauern haben konnte. Auch im Konträren. Nun zum Christlichen. Hegel nennt das Christentum die absolute Religion. Und schon wenn man sieht, wie er das strukturiert, dann wird der Unterschied deutlich. Er hat sonst immer, wenn er von Religion spricht, in seiner Religionsphilosophie, den Begriff der Religion benannt, auf der ersten Stufe. Dann die konkreten geschichtlichen Gestalten. Also auch den Vollzug der Religion, auch die Veränderung, die Morphologie, die Phänomenologie, könnte man sagen. Und auf einer dritten Stufe den Kultus, den gottesdienstlichen Kultus. Der Kultus ist in gewisser Weise die Synthese von Theorie und Praxis. Und beim christlichen Glauben macht er das nicht. Da macht er eine ganz andere Struktur, die uns aus dem Mittelalter schon bekannt ist, von Joachim de Fiore zum Beispiel. Er unterscheidet das Reich des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Das heißt, der christliche Glaube tritt eo ipso in eine trinitarische Bewegung ein. Und das, was auch theologisch hochinteressant ist, das, was Theologen die immanente Trinität nennen, also Gottes Binnenverhältnis als Vater, Sohn und Geist, und die sogenannte ökonomische Tradition, die ökonomische Trinität, wie sich das in der Geschichte zeigt, das verschmilzt und verbindet sich. Also die ewige trinitarische Struktur der Gottheit bedingt überhaupt erst sein Offenbarwerden und das Offenbarwerden gehört in die innere Geschichte, in den inneren Zusammenhang der Trinität. Es ist letztlich eine Perichorese, nicht nur der drei göttlichen Personen, sondern auch eine Durchdringung, man könnte sagen eine aspektive Durchdringung der dreien, der dreifachen Struktur in der Geschichte. Dabei sehen wir, dass das Reich des Geistes in gewisser Weise die Vollendung ist, in der der sich entäußernde Gott zu sich zurückkommt und sich als Geist erweist. Nur wenn Gott Geist ist, dann kann die Liebe zugleich Freiheit sein, um es mal so zu sagen, dann kann dieser Geist Gottes gar nicht anders als ein Geist der Freiheit und der Offenbarung zu sein, in der die Entzweiung, die Entäußerung wieder zurückkehrt in das Gottsein Gottes.